Ja, man hat es gesehen, er ist ein verdient deutscher Meister geworden. Das hat man dann auch teilweise hier bei uns gesehen. Ich denke einfach, wir hatten so viele Möglichkeiten, davon muss irgendwann mal ein Tor rein. Und wenn das gelingt, vielleicht läuft es dann nochmal anders, aber Bayern München ist Bayern München. Ja, ja, also ich denke, wenn man die Top, also 6., 7. ist so, glaube ich, eine gute Phase von unserer Saison. Ja, es ist gut zu sehen, dass die Top 5, glaube ich, über 10 Punkte Abstand sind. Also ich glaube, können wir nicht verlangen, dass wir da nach so einer Saison zu spielen höher stehen. Ja, man muss auch nicht vergessen, glaube ich, von wo wir kommen vor 2 und 3 Jahren. Von dem her zweimal Euroleague spielen oder jetzt dieses Mal zumindest in die Qualifikation sein, ist eine gute, stabile Basis, glaube ich. Und ja, also ich denke, verdienter Platz. Wir hatten vor der Saison einen neuen Trainer, ein neues System, vor allem international seit 4 Jahren wieder gespielt, jetzt wieder für Europa qualifiziert. Bisschen schade, dass wir Platz 7 sind, muss man ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass Dortmund so spielt. Aber so ist, wie es ist. Warum wir zu Hause weniger gewonnen haben, aber ja, heute auch wieder. Ich glaube, viele Chancen gut angefangen, aber gegen Bayern München musst du die Dinge machen und das haben wir nicht gemacht. Und dann sieht man, dass das einfach auch ja, eine Mannschaft ist mit mehr Qualität als uns. Ja, also ich werde mich heute noch mal drüber ärgern, aber dann beginnt für mich der Urlaub und da konzentriere ich mich voll auf meine Familie. Die muss schon genug zurückstecken wegen Corona und allem. Deswegen. Heute Abend vielleicht noch mal ärgern, saufen mir richtig einen rein und dann ist das wieder in Ordnung. Also jetzt haben wir noch mal, kommen wir noch mal zusammen, essen wir zusammen. Ich glaube, da gibt es noch ja, das eine oder andere Abschied auch von Robin Knoche zum Beispiel. Und ja, danach, glaube ich, geht es in die Heimat. Erstmal ein bisschen Zeit verbringen mit der Familie.